Hallöchen Leute, hier ist wieder Magic Bieber und heute gibt es mal wieder ein Elite 2.0 Blaster. Ich habe gerade wortwörtlich nichts anderes rumliegen. Es tut mir leid, wenn nichts anderes kommt, aber ich habe nichts anderes. Gut, jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal die Phoenix. Was wirklich sehr cool ist, weil wieder Phoenix aus der Asche, die neue Version von der Strife. Und ja, den Witz mit dem Phoenix aus der Asche habe ich jetzt schon verbraten. Verbraten, Feuer. Naja, man kann den Blaster hier schon richtig schön begrabbeln, weil er im offenen Karton ist. Und der interessiert uns auch nicht wirklich viel. Wir haben hier unten nochmal eine... Nee, keine Bedienungsanleitung. Mist, habe ich mich schon dran gewöhnt. Naja, 12 Pfeile sind auf jeden Fall mitgeliefert, mit einem 6er Magazin. Ein schönes Zielvisier ist auch mit dabei und das können wir uns auch gleich rausschneiden. Also ja, jetzt könnt ihr euch den Blaster schon mal ansehen durch die neue Linse. Also von wegen, ich schneide das da auf die Kamera als neues Objektiv. Fand mich für einen Moment da sehr, sehr lustig. Na gut, den erstmal zur Seite packen und der Rest ist auch wirklich sehr leicht auszupacken. Es ist einfach nur Plastikschnüre. Das kriegst sogar ich hin. An die Strife erinnern wir uns ja vielleicht noch. Das ist nämlich ein ordentlicher Blaster, habe ich schon immer sehr, sehr gern gemocht. Und von dem sind irgendwie so 8 verschiedene Versionen rausgekommen. Warum auch nicht? Na gut, und hier ist das eben auch eine völlig neue Version. Elite 2.0, wie üblich, ein neues Redesign. Und in dem Fall finde ich sogar, ist es sehr interessant, weil es nicht einfach nur ein neuer Paint-Style ist, sondern wirklich ein bisschen was verändert. Wir haben hier mehr Tactical Rails, besonders hier an der Seite und hier an der Seite. Es wirkt so ein bisschen wuchtiger hier vorne, weil das Batteriefach jetzt hier ist. Statt hier hinten mit drin. Eigentlich ist der Blaster auch definitiv frontlastiger, aber an sich erstmal sieht es wie ein wuchtigerer Blaster aus. Sowas mit ordentlich viel Power. Mal sehen, ob es mehr Power hat. Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall erstmal ein schickes neues Design, was ich auch sehr cool finde. Es ist nicht mehr so klein und schnuckig wie die Strife. Die wirkt ja sehr, sehr nicht gedowngraded. Die wirkte, also das hätte die eine Menge abgespeckt. So als hätte sie ein paar mehr Pfund verbrannt als der Phoenix hier. Und obwohl ich eben so ein schlankes Design wirklich sehr, sehr mag, finde ich auch das hier ziemlich ordentlich. Besonders einfach nur wegen der coolen Farbe und weil sie hier wieder schön mit den 2 Plastikschalen gespielt haben. Na gut, kommen wir erstmal zu dem etwas interessanteren Teil, nämlich wir haben hier noch ein Zielvisier, habe ich ja schon mal gezeigt. Das ist, glaube ich, so wie aus der Longshot. Man kennt den Blaster ja vielleicht noch, ziemlich altes Gerät und da gab es eben auch so ein Zielvisier. Ich kann mich zumindest erinnern, dass es ungefähr so war, da gab es auch ein bisschen... Okay, ist kein Glas, ist Plastik. Aber durchsichtiges Plastik. Das ist für ein Zielvisier immer sehr praktisch. Kann man auf jeden Fall durchgucken. Und was ich hier gerade so cool finde, ist, wenn man so einen bestimmten Winkel sieht, wir haben ja hier diese einzelnen Rillen, um so ein Fadenkreuz darzustellen. Aus einem bestimmten Winkel kommt dann das Licht von der Seite vom orangen Plastik und genau die Rillen leuchten dann so ein bisschen orange auf. Das wirkt sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ob das richtig zeigen kann, aber es ist tatsächlich cool, wenn man so durchguckt. Es hat natürlich absolut keine Funktion, weil es nicht mal irgendwie ranzoomt. Ist ja keine richtige Linse, ist nur Plastik, durchsichtiges Plastik. Und obwohl man da eben durchsehen kann, ist es halt wirklich nur ein dünnes Plastikrohr. So dünn wird es sein, so dünn ist dann auch unsere Sicht. Also der Rest, den müssen wir dann praktisch ausblenden. Wir gucken ja dann nur hier durch und man hat dadurch keine wirkliche Verbesserung der Leistung. Tatsächlich ist es sogar ein bisschen milchig, deswegen kann man nicht wirklich durchgucken. Also nicht ganz so praktisch, wenn man irgendwie was genau treffen oder sehen möchte. Vielleicht kann man noch so ein Brillenglas ausbauen, dann die einzelnen Linsen hier mit verbauen. Keine Ahnung, vielleicht funktioniert das ja. Aber erstmal so sieht es schön aus und das war's erstmal. Vielleicht, wenn man sich so einen optischen Mod haben möchte, wenn man damit nur cosplayen gehen möchte, dann ist das vielleicht eine ordentliche Sache. Aber so für den Nerf War würde ich das nicht unbedingt empfehlen. Wir können es aber auch dann ausdenken, ob wir das vielleicht hier vorne drauf bauen möchten, wo es eigentlich auch für gedacht war. Oder wir tun das nach hinten, wo wir das dann schön überstehen. Das sieht ein bisschen Panne aus. Moment. So. Das ist doch schick. Was man ja außerdem machen kann, ist Sachen anbauen. Einmal haben wir nämlich eine Möglichkeit, eine Schulterstütze anzubauen und eine Laufverlängerung. Nichts davon ist mitgeliefert, aber ich habe ja vorgesorgt. Die Sachen hier sind nämlich von der Echo. Den Witz habe ich nochmal gebracht, weil ich habe nicht so viele davon. So, kommt hier vorne mal dran. Oh. Der ist praktisch überhaupt nicht mit drin. Das ist ja... Nee, wackelt schön viel und rastet nicht wirklich ein. Okay, das gefällt mir schon mal gar nicht. Kann sein, dass ich ein blödes Modell habe, aber das ist nicht ganz so schön. Und die Schulterstütze, die haben wir dann hier. Also sieht erstmal gar nicht so schlecht. Oh, geht das überhaupt richtig rein hier? Das sieht so aus, als wäre hier so ganz schön viel Platz zwischen. Keine Ahnung, habe ich gerade nicht so die besten Erfahrungen mit. Aber hält, okay, war nur mein Problem. Sieht dann natürlich nicht ganz perfekt aus, aber erstmal ordentlich, es funktioniert. Kann man auf jeden Fall mit ranbauen. Ich habe jetzt nur die genommen, weil sie die gleiche Farbe haben, vom Plastik her. Es ist auch, soweit ich weiß, erstmal die einzigen Anbauteile von dieser Serie. Dementsprechend sind wir noch ein bisschen begrenzt, was unsere Anbaumöglichkeiten angeht. Aber ihr seht schon mal, es ist eher ein Blaster dafür ausgelegt, es wirklich aufgebaut zu werden. Während die Strife beim letzten Mal richtig schön schnuckig und klein war, die konnte man als Handblaster benutzen, ist das eher so ein Blaster, der natürlich die Batterien dann später hier vorne drin haben wird, der an sich schon so ein bisschen frontlastiger ist und... Ja, der ist nicht ganz so handlich, nicht ganz so klein und
praktisch. Dementsprechend als Pistole würde ich den zum Beispiel nicht benutzen. Es war bei der Strife aber so schön. Halbautomatische Pistole mit Magazin. Ich konnte da zum Beispiel ein 12er Magazin reintun, hatte dann doppelt so viel Munition wie eine Disruptor und konnte halbautomatisch mit einem Motor feuern. Das heißt, ich musste nicht mal so die ganze Zeit an einem an einem Schlitten rumspielen, um dann den Blaster nachzuladen. Dabei verreiß ich vielleicht noch. Dafür brauchte man bei zum Beispiel der Disruptor keine Batterien. Hat immer so sein Geben und Nehmen. In dem Fall ist es definitiv kein Handblaster, meiner Meinung nach. Man kann ihn auch dafür benutzen. Aber nicht allzu angenehm. Dafür würde ich da eher zu einer ganz normalen Strife raten. Die ist schon so ein bisschen wuchtiger nach vorne. Und die Batterien habe ich noch nicht mal reingemacht. Das kann ich mal beim Laden machen. Muss man hier vorne nur aufschrauben. Das letzte Mal bei der Volt, die habe ich noch gar nicht vorgestellt. Also ich habe die gefilmt. Ich weiß nicht, ob das Video schon online ist, aber die Volt. Da brauchte ich nur mal kurz hier reinstecken und dann das Batteriefach rausziehen. Brauchte ich nichts schrauben. Aber was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, dass der Blaster dann schon durchaus ein bisschen wuchtiger ist. Und dementsprechend würde ich sagen, wenn man nicht zu Strife greifen möchte, sondern wirklich zu dem Blaster hier, wäre das wahrscheinlich eher, weil man mehr Umbaumöglichkeiten hat. Hier zum Beispiel mit den Tactical Rails an der Seite, wo man noch einen Ziellaser oder ähnliches raufbauen kann oder eine Munitionssteckschiene oder das eine Bauteil, wo man noch ein Magazin mit reintun kann. Sowas wäre dafür perfekt. Und es wäre dann eher ein Blaster, der aufgebaut werden soll. Der nicht dafür gedacht ist, klein, handlich ein Pistolenblaster zu sein, sondern so die Basis für einen sehr großen Blaster, den man sich aufbauen kann. Nicht unbedingt diese Anbauteile hier, aber ihr versteht ungefähr, was ich meine. Heilige Scheiße! Das Ding klingt schon mal komplett anders als die Strife. So, liegt natürlich an dem Plastik, das doch irgendwie mit verbaut ist. Vielleicht ist ein anderer Motor drin, ich weiß nicht. Vielleicht hat das Ding richtig viel Wucht. Und ich guck mal schnell, was drauf steht. 27 Meter soll es weit schießen, steht auf dem Karton, den ich da unten hingeschmissen habe. Bin ich schon mal gespannt. Es klingt gleichzeitig Panne und auch sehr, sehr kräftig. So ein bisschen kernig. Wisst ihr, wie wenn so ein Auto richtig beschleunigt, du hast nicht so ein sondern so, wo du richtig mitkriegst, der Motor kann doch ordentlich ziehen, der hat Power. Sowas in der Art stelle ich mir zumindest vor. Ich mag aber das Geräusch, ich mache das jetzt nochmal. Wenn du damit auf einer Baustelle stehst, die würden dich nicht mal auslachen. Die würden sagen, jawohl, das ist mal ein ordentliches Gerät. Das eingebaute Magazin kriegen wir raus, indem wir hier oben mit dem Zeigefinger mal gegenstupsen. Und das ist wieder sehr schwer. Also wenn man da wirklich gegenstupsen möchte mit nur dem Zeigefinger, man muss ein bisschen nach vorne nehmen und dann da ordentlich reindrücken. Das ist, das ist ein sehr, sehr fester Knopf. Also das würde ich nicht empfehlen. Da müsste man tatsächlich mit der anderen Hand so reingreifen. Und wenn man sowieso schon den Finger im Abzug hat, danach irgendwie so den Finger zwischenkriegen, ist blöd. Und falls nicht, muss man halt so den hier machen. Ist auch wieder ein komischer Griff. Also, so wie das bei der alten war, fand ich das eigentlich besser. Da musste man nur hier unten rangreifen. Konnte man auch entweder mit dem Zeigefinger, mit dem Mittelfinger oder einfach mit der Hand, mit der man sowieso schon das Magazin greift, einfach noch ranklippen. Das fand ich war ein saugeiles System. Das hätte man eigentlich so weiterführen können. Und falls nicht, dass man das eben genauso wie hier zum Beispiel bei der Regulator macht, wo man auch hier diesen Griff nach vorne hat, aber da war der Knopf richtig schön leicht reinzudrücken. Weiß nicht, die wollten ja hier vielleicht bestimmt wieder ein bisschen sparen und deswegen hatten sie keine Feder reingebaut, die sich leicht drücken lässt, sondern das gefällt mir nicht. Was auch immer die da gemacht haben, das gefällt mir nicht. Hätten die zumindest nicht dieses Plastik mit zwischengebaut, dann wäre das ja vollkommen in Ordnung. Dann würde ich da richtig leicht wieder rankommen. Aber so wie es gerade ist, nicht wirklich mein Ding. Und wir haben noch erstmal nur ein 6er Magazin mitgeliefert. Es sieht zwar richtig schick aus, weil wir unten noch so ein bisschen Plastik mit dran haben, was übrigens auch keine weitere Bedeutung hat. Es ist nicht so, dass es da nicht bei anderen Blastern reinpasst oder so. Aber wir können auf jeden Fall noch mal ein bisschen rumtauschen. Ein 12er Magazin wäre natürlich sehr viel besser. Weil wenn wir uns, wie gesagt, einen großen Blaster daraus zusammenbauen wollen, muss natürlich auch ein etwas größeres Magazin haben. Und 12 Pfeile sind da definitiv ein Muss. Falls nicht sogar 18, falls nicht sogar eine 25er oder 35er Trommel. Das wäre der Shit bei dem Blaster. Und besonders, ihr seht es schon, sieht ein bisschen besser aus, so wie eine kleine Maschinenpistole, nicht nur so eine Panne-Pistole. Auf jeden Fall ist es so besser und wir brauchen noch keinen Griff mit ranbauen, wir haben ja unten das Magazin. Und das heißt, wenn wir dann irgendwie gegendrücken, ich glaube, ich werde mit dem Zeigefinger, ich werde den so gerade machen und dann so schräg reindrücken. Das geht vielleicht noch am besten, aber es ist auch nicht angenehm. Da kann man, weil man das die Hand sowieso schon am Magazin hat, gleich rausziehen. Das finde ich dann so auf jeden Fall mal sehr praktisch. Und man sollte auf jeden Fall eine Schulterstütze dafür haben. Das ist sonst ein sehr fummiger kleiner Blaster. Man hat zwar nicht die Möglichkeit, dass man das irgendwie verreißen kann, aber trotzdem ist es dann so sehr viel genauer, sehr viel besser. Also, was halte ich übrigens davon? Könnt ihr eigentlich weglegen, das braucht ihr nicht wirklich für den Blaster. Man kann auch so recht gut darüber zielen. Wir haben zwar kein Kimme, kein Korn, aber wir können hier die Tactical Rail noch halbwegs als Kimme mitbenutzen und ohne Korn geht auch. Wir müssen einfach mal so drüber zielen. Ist sowieso ein halbautomatischer Blaster. Wir können also nicht so auf Karacho zack, 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 richtig schnell Munition raushauen, aber immer noch schnell genug, dass wir einfach nur so zack, 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 zack. Wir können immer noch schnell genug raushauen.
Problem ist nämlich immer, wenn man ganz schnell damit schießt, dann braucht der Motor immer noch so eine Weile, um sich wieder hochzufahren, um wieder auf Hochtouren zu kommen. Und wenn man zu schnell schießt, dann kommt er nicht ganz hinterher. Dann fliegen die Pfeile eben nicht ganz so weit. Wenn man im Nahkampf ist, kein so großes Problem. Darf halt nur keine Ladehemmung kommen, falls man zu viel zu schnell schießt, dass der Motor überhaupt nichts mehr raushauen kann und dass es dann einfach stecken bleibt. Das wäre vielleicht auch möglich. Aber ich glaube eher nicht, dass... Das ist mir bei der Strive nie wirklich vorgekommen. Und wenn, dann waren die Batterien schon fast tot. Und wisst ihr, was das ganz Schöne ist? Ich habe hier ein 12er-Magazin. Das heißt, weil wir 12 Pfeile mitgeliefert haben, kann ich das alles komplett ausnutzen. Weil wir haben auch hier wieder doppelt so viel Munition mitgeliefert, wie wir eigentlich brauchen, weil das Magazin, da passt ja nur 6 rein. Und aus irgendeinem Grund haben die 12 Pfeile irgendwie in 3 verschiedenen Tüten zusammengebaut. Und ich bin es immer noch gewohnt, dass es ein 12er-Magazin ist. Aber es ist ein 10er-Magazin, was bestimmt schon einige an den Bildschirm gebrüllt haben, aber ich habe es halt wirklich nicht gehört. Es tut mir leid. Seid das nächste Mal lauter. Wenn ich das hier bis nach MacPom höre, dann habt ihr es auf jeden Fall geschafft. Okay, was man hier auf jeden Fall machen kann, ist Magazin rein, so schnell wie möglich feuern. Jawohl. Und wie ihr gesehen habt, selbst wenn ich schnell schieße, bleibt die Leiste noch halbwegs ordentlich. Ist jetzt nichts wieder schon sofort zurückgeflogen auf die Seite, weil es so viel Wucht hat, aber es ist auf jeden Fall sehr gut. So für das, was ist. Der Vorteil ist ja hier, auch wenn der Blaster nicht ganz so handlich ist mit einer Hand, kann man den immer noch mit zwei Händen gut bedienen, besonders weil wir hier unten einen relativ angenehmen Griff haben. Hier ist zwar eine Tech-Array mit drin, die so ein bisschen gegenstößt, aber trotzdem kann man immer noch so schnell, so, wie so ein Gremlin aus der Hüfte schießen, doch schön rumrennen, aber ja, der Blaster war wirklich dafür gemacht, dass man was anbauen kann. Und dafür finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, es kommen keine wirklichen Modulus-Blaster mehr, die bringen einfach nur noch sowas hier raus. Was ich auch ein bisschen schade finde, aber hey, die Farbe ist auch in Ordnung. Ja, also wenn ihr wirklich so einen Blaster haben wollt, mit dem ihr viel umbauen könnt, könnt ihr den auf jeden Fall noch nehmen. Aber manche Sachen wirken so ein bisschen billig. Ich glaube, das hier zum Beispiel ist so ganz dünnes, hin- und her drehbares Plastik. Ich glaube, das wird nicht ewig lang halten. Und auch hier unten dieser Abzug, der vordere, dieser Knopf, oh, der ist wirklich nervig. Ansonsten lässt sich der Rest sehr gut ziehen. Keine weiteren Probleme mit, keine Ladehemmung vorerst. Funktioniert, ist übrigens natürlich noch ein bisschen lauter. Also für Schleichmissionen solltet ihr auf jeden Fall einen anderen Blaster nehmen. Aber soweit würde ich sagen, Unterschied zur Strive ist wirklich einfach nur, dass er ein bisschen wuchtiger ist. Und ganz ehrlich, die hätten wirklich das Batteriefach hinten lassen können. Das wäre sehr viel besser gewesen. Also für Leute, die einen großen Blaster zusammenbauen wollen, die so richtig eine Basis haben wollen, wo sie richtig viel umbauen können, die werden hiermit auf jeden Fall richtig entzückt sein. Ansonsten zückt die Strive. Es gibt ja genug Auswahlmöglichkeiten bei der Version. Ja, und nächsten Monat ist sowieso dann wieder Halloween, also falls ihr noch als Pirat gehen wollt, könnt ihr das auf jeden Fall noch aufheben und dann ich sehe einen Schusstest, den größten Schatz von allen. Da gehen wir jetzt hin, wir machen nämlich den Schusstest. Das war die Überleitung. Au! Okay, Magazin mal ganz schnell rausgenommen. Erstmal die Orangen gerade ausgeschossen, 6 Stück und dann nochmal 6 angewinkelt. Das ist nämlich ein richtiges 12er Magazin. Ich habe mir inzwischen eins besorgt. Dann brauche ich nicht wechseln, dann bin ich heute mal faul. Vier, fünf, sechs. Okay, ich will ja nur mal sicher gehen. Whoops! Lach nicht, du Sausack! Hält, okay. Man muss dafür sorgen, dass es richtig drin sitzt. Na, wollen wir mal. Ich schieße ein bisschen langsamer, damit der Motor genug Zeit hat, sich zu erholen, weil wir wollen ja die maximale Leistung haben. So, und Luft können wir auch gut wegfüllen. Auch gute Leistung. Wir haben hier also den ersten Pfeil bei... Übrigens, neues Maßband. Das alte ging langsam ein bisschen kaputt. Und das geht bis 50 Meter. Mal gucken, ob wir darauf kommen. Das ist jetzt... wo steht das hier? In 9,60 Meter. Okay, das ist ein bisschen blass hier raufgemalt. Dann haben wir noch einen bei 10,90 Meter, 11 Meter irgendwas, bla. Und hier der weiteste, gerade ausgeschossen, ist bei... Moment, 12,50 Meter. Nicht die beste Idee mit dem neuen Maßband. Aber... Wird schon. So, hier haben wir die ersten beiden. Die sind tatsächlich so in einer Reihe. Das heißt, wir können die beide so abhaken. Und die sind bei 22,70 Meter ungefähr. Hier haben wir nochmal dann 4 Stück und die sind alle auf einer Reihe. Von wegen, da links ist einer. Hier neben dem Maßband ist noch einer. Und hier an der Seite liegen genau 2 nebeneinander. Und die sind alle glücklicherweise hier auf der Höhe von, ich muss mal schnell nachgucken, 24,70 Meter. So. Nein, 23,70, weil da ist 24. Ach so, hier war 25. Das habe ich gar nicht gesehen. Mist. 24,70 Meter. Okay, machen wir es so. 23,70. 23,70, mein Fehler. Nochmal. Du, das schneide ich nicht mal weg. Ich schneide jetzt auch nicht weg, wie du gerade die Kamera ausrichtest. Ich mache das genauso in einem Take fertig. Jawohl.
Ja, ja, zoom, zoom ran, mach wie du willst, lauf noch 400 Meter weit weg. Bitte, wie immer, mit dem Objektiv müssen wir es ja machen. Von wegen, wir stehen sowas von weit weg. Für euch sieht das aus, als würde ich direkt vor euch stehen. Nee, 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 so viel Nähe kann ich mir nicht leisten. Also, ja, mach auch Blende rein, warum nicht? Und noch ein A. Und hau die Linse hier noch vor, warum nicht? Kannst du noch weiter ranzoomen. Nee, also der Blaster hat nicht ganz 27 Meter weit geschossen. Dafür 24 Meter sind ja nicht schlecht. Aber wenn ich schon so eine neue Strive rausbringe, habe ich schon gedacht, mit so einem kernig klingenden Motor, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr Leistung mit dabei hätten, was ein bisschen schade ist, weil so an sich haben wir keinen entscheidenden Vorteil gegenüber der ganz normalen Strive. Wir haben ein Anbauteil, was wir absolut nicht gebrauchen können. Viel besser wäre gewesen eine Schulterstütze, weil der Blaster ist ja jetzt viel kopflastiger. Hätten wir das also ausgleichen können mit diesem Anbauteil, wäre das ein unglaublich empfehlenswerter Blaster gewesen. So wie es gerade ist, ist eine andere Version der Strive. Besonders für Leute, die gerne umbauen oder vielleicht einfach nur cosplayen wollen, weil das hier sieht ja an sich ja richtig cool aus. Moment, ich muss noch mal das originale Magazin mit reinbauen, damit es noch besser aussieht. Da habe ich mich extra auf alles vorbereitet. So rum war der Satz. Und ja, an sich sieht es richtig geil aus. Ich würde den Blaster durchaus empfehlen. Problem ist eben nur, er ist nicht so viel besser als die ganz normale Strive. Die habe ich ja ursprünglich für 21 Euro gekauft. Ist halt richtig günstig. Also wenn ihr das mal ähnlich günstig seht und besonders so eine Version wollt, wo ihr viel umbauen könnt, wo ihr vielleicht ein anderes Farbmuster mit drauf habt, welcher sowieso darauf ausgerichtet ist, was Großes aufzubauen, dann schlag gerne mal zu. Link ist in der Videobeschreibung. Könnt gerne mal vorbeigucken. Ich persönlich bin da noch ein bisschen skeptisch darüber, aber oh, ich muss die eigentlich alle in die Wand hängen, weil die sehen so geil aus. Das ist voll mein Ding. Und wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag wieder beim weiteren Ding, nämlich einem weiteren Video. Bis dahin, macht's wie ich, beißt euch durch, euer Mensch Biber. Ciao. Alles an einem Take. Könnt mich mal.